Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Like-Stellen-Spiel. Ja, ihr seht, die letzte Stunde von dem Event ist angebrochen, aber ich kann nicht verraten und ich kann euch sagen, Leute, es hat sich doch ein bisschen gelohnt. Nun, 2,3 Millionen gestern. Ja, was habe ich gestern noch gebaut? Hubschrauber. Habe ich noch gebaut. Ja, dafür sind 1,3 Millionen draufgegangen. Ich glaube, die habe ich auch, die kam gestern auch noch dazu. Jo. Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir gerade aktuell dabei, damit wir nämlich das hier auch abschließen können. Hier werden wir noch eine Polizeiwache hinbauen. Dafür brauchen wir jetzt noch roundabout 22.000. Die stellen wir hier noch hin. Dann haben wir nämlich hier die Flieger, eine Hundertschaft, normale Polizei. Vielleicht bauen wir hier dann auch eine Rettungswache hin. Für hier müssen wir gucken. Sehen wir dann. Ne, Polizeitaucher werden wir vielleicht hier auch noch hinstellen. Aber dann gucken wir weiter. Gut. Ich möchte auf jeden Fall jetzt hier noch eben Gas geben, damit wir definitiv noch die Polizeiwache bauen können. Damit das noch ein wenig besser geht. Deswegen, wir werden jetzt hier auch die Einsätze durchrattern, so wie sie reinkommen. Damit wir auch wirklich den Großteil jetzt noch mitnehmen können. So gut es denn eben geht. Was man auf jeden Fall sagen konnte, gestern sind nicht so die großen Einsätze gekommen, wie wir es den Tag davor hatten, aber alles in allem hat sich das doch gestern durchaus noch gelohnt. Das müssen wir an der Stelle definitiv aber auch zugeben. Ja. Gut. Ja, und kann durchaus sein, dass es heute einen Stream gibt. Kann aber auch sein, dass es heute keinen Stream gibt, also Leitstelle. Irgendeinen Stream wird es geben. Wir werden es aber sehen. Kann gut durchaus sein, dass wir Leitstelle machen. Es kann sein, dass wir WoW machen. Es kann sein, dass wir LKW fahren. Ach, wir haben so viele Möglichkeiten. So. Wunderbar. Ja, die Funkrufnummern, also Piro 699, das ist original, das ist so richtig. Alles andere dahinter ist fiktiv. Das habe ich jetzt einfach so gemacht, dass es in mein System reinpasst. Und die Streifenwagen, die wir hier hinpacken, da müssen wir mal gucken, wie wir die nennen. Aber wahrscheinlich werden wir die an Piro 699 angliedern und gut ist die Geschichte. So. Ja, und danach müssen wir eigentlich gucken, dass wir hier dann doch Fahrzeuge ausbauen. Lehrgänge machen, Fahrzeuge ausbauen, da kommen wir nicht drum rum. Auf jeden Fall haben wir jetzt definitiv schon die Wachenanzahl an Feuerwehr erreicht, dass wir auch jetzt in Hannover die ganz großen Einsätze bekommen. Wir haben die Bundespolizei, wir haben die Bereitschaftspolizei. Wir haben jetzt Hubschrauber zwar noch nicht einsatzbereit gestellt, aber da sollten wir jetzt in naher Zukunft definitiv Einsätze bekommen, auch die ganz großen Gasexplosionen und so weiter und so weiter. Was wir dann auf jeden Fall noch machen, wo wir dran sitzen, ist, dass wir uns dann hier die Rettungshunde freischalten, weil ich auch unbedingt die eingestürzte Turbine haben möchte. Ja. Damit ihr schon mal wisst, wo in etwa dann die Reise hingehen wird. Das alles natürlich dann wieder bei normalen Credits versteht sich, alles ein bisschen gemächlicher. Wird natürlich jetzt, ich meine, ihr habt das Wochenende gut durchgemacht, habt es gesehen, jetzt wird es die Woche über natürlich ein bisschen abebben mit den Credits, ne? Da werde ich jetzt nicht ganz so viel machen, das ist klar. Aber ich denke mal, dafür haben wir jetzt am Wochenende ordentlich gute, oder am halben Wochenende jetzt ganz gut Gas gegeben. Denke mal, das ist so ganz gut gewesen. Jo. Ansonsten erstaunlicherweise liefen die Server relativ stabil. Zwar nicht optimal,
Aber ansonsten liefen sie stabil. Schon mal besser als das letzte Mal. Das können wir an der Stelle festhalten. Befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Muss ich zugeben. So. Was PKW auf Baum? Nee, Baum auf PKW. Was lese ich denn hier schon wieder? So. Was trinken. Ja, war eine lange Nacht. Gerade wach geworden. Und habe mir so gedacht, na komm, letzte Stunde noch, da machst du jetzt auf jeden Fall noch schnell die Aufnahme, damit das da noch drin ist. Weil ist ja für uns alle dann doch ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen entspannter, interessanter, angenehmer. Es fällt uns allen ein bisschen einfacher, wenn hier die Zahlen auch entsprechend hochgehen, ne? Das muss man an der Stelle auf jeden Fall mal ganz klar sagen. Randalieren, das waren zwei. Zwei. Ja, was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, ist, dass wir dann, und ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall als nächstes Mal, wenn wir die Polizei gebaut haben, machen wir das definitiv im nächsten Schritt, dass wir auf jeder Polizeiwache hier ein weiteres Fahrzeug dazustellen. Nicht, weil es jetzt schon eng wird, nein, ich möchte vorarbeiten. Und wenn wir das gemacht haben, dann bekommt jede Rettungswache einen Rettungswagen mehr. Das müssen wir auch auf jeden Fall machen. Sonst werden wir irgendwann hier wieder Probleme bekommen. Und dann müssen wir auch rechtzeitig anfangen, dass wir hier definitiv auch nochmal krankenhaustechnisch nachlegen. Alles andere wird hier nämlich auch nichts, auch zu nichts führen. Ne? Jetzt kommen dann wieder die Sachen, wo wir dann wieder ein bisschen vorarbeiten müssen. Tja, das nützt nun mal nichts. Naja, was jetzt schön wäre, wenn ich so mal ins Stadion reinfliegen würde, das wäre jetzt nochmal ein schöner Einsatz. Den könnten wir wahrscheinlich mit Ach und Krach gerade noch so abarbeiten. Zumindest die Patienten. Kreislaufkollaps. Jo. So Sprechwunsch. läuft das. So läuft das sehr, sehr schön, wenn ich ehrlich bin. Ja, was ist denn hier heute los? Können die alle nicht mehr unterscheiden zwischen fette Sau und fetter Sau? Jetzt mal ernsthaft. Unabhängig davon, genau der Einsatz von gestern. Hat auch schon gehabt. Dieser Säureangriff auf Haus. Ich weiß nicht. Also ich habe von sowas noch nie gehört. Meine ja, so aus den USA wohl. Aus schlechten Filmen. Ich bewerf dein Haus. Aber mit Säure? Vor allem, wie viel Menge an Säure? Man muss ja mit dem Tank-LKW kommen, damit du da irgendwie. Sprechwunsch. Ne, damit das irgendwie eine Bewandtnis hat in meinen Augen. Es ist meine persönliche Meinung. Aber ansonsten kann ich mir schon fast nicht vorstellen, dass du da die Menge zusammenbekommst, dass es das überhaupt gefährlich wird. Ja, fürs Menschenleben, ja, aber fürs Haus. Sprechwunsch. Weil ja selbst mit dem 10-Liter-Kanister Salzsäure. Brennst du vielleicht ein, sag mal, wenn es hochkonzentrierte Salzsäure ist, brennst du vielleicht, was weiß ich, ein 1 Meter mal 1 Meter Loch in einen Holzscheiter, aber ansonsten, weiß nicht. Gut, mag vielleicht noch irgendwie Chemikalien geben, die auf 10 Milliliter eine verheerende Wirkung haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Otto-Normalverbraucher an sowas rankommt. Sprechwunsch. Weiß nicht. Sprechwunsch. Vielleicht bin ich auch wieder einfach zu blauäugig. Das ist auch möglich. So. Naja, gleich können wir bauen. Schön, 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 schön.
Ja, da werden wir natürlich dann nur Bullies hinstellen, ne? Die guten Weißen, die wir haben. Sprechwunsch. So. Sprechwunsch. Alles nur so eine kleine Einsätze gerade, ne? Alles nur irgendwie Hühnerkacke. Nichts Sprechwunsch. Besonderes. Ja, nischt. Ja, nichts Tolles. Sprechwunsch. Ja, was ich mir auch gut vorstellen Sprechwunsch. kann, ist, dass wir dann, wenn wir die nächste Feuerwehr bauen, dass wir den hier gleich schon hinstellen, ne? Sprechwunsch. Wäre definitiv hier eine Überlegung wert, dass wir den schon mal haben, damit wir schon mal Personal generieren können, weil wir brauchen da ja eine ganze Menge Personal. Sprechwunsch. Und da können wir dann sogar sagen, bis auf die FLFs können wir auch alle anderen Fahrzeuge damit rausfahren lassen. Ja. Stellen wir dann irgendwie hier hin oder so. Hey, kleines Flugzeug abgestürzt. Yippie-yay. Was ist das hier? Ah, das war der kleine. Ah, schade. Egal, egal, egal. Alles egal. Jo, jetzt machen wir hier hinne. Für die Wache bauen. Hier ist noch 15.000. Grob gesehen. Also mit anderen Worten, hier dürfen dann nochmal ein paar Einsätze fertig werden. So, bisschen. Ach ja, was ich euch auch schon Sprechwunsch. mal sagen kann, etwaige Livestreams, die werden wir jetzt auf abends verschieben, die werden vor 20 Uhr jetzt nicht mehr losgehen. Tut mir leid für die Jüngeren vielleicht, aber der Fakt ist nun mal, wenn wir hier Temperaturen in die 30, 35 Grad haben, die ja jetzt definitiv bald ankommen. Tja, ich will mich jetzt ehrlich gesagt ungern selber grillen hier oben. Zumal der PC auch nicht schafft bei den Temperaturen. Ich weiß, das Lüftungsproblem, ihr kennt es. Sprechwunsch. Nur da fehlt mir ehrlich gesagt gerade so ein bisschen das Kleingeld für den entsprechenden Lüfter. Naja, die wüsste im Gehäuse, ne, wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie die Wasserkühlung, die würde aber nicht ins Gehäuse passen. Außerdem kennt ihr die Prioritätenliste, aber das wird sich alles ein bisschen nach hinten verschieben. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aber egal, es geht weiter. So, wie kann ich schon mal sagen. Sprechwunsch. Oh, haben wir es gleich. Sprechwunsch. So, was willst du jetzt hier noch? Zwei Streifenwagen. Los geht's. Los geht's. Wunderbar, können wir bauen. Stell mal hier, ne? Ja, würde ich sagen. So, Polizeiwache klein. So, Bupol, Sprechwunsch. Bullen auf Standort. Ne, warte mal, Bullen. Bullen. Bupol. Was machen wir daraus? Revier? Revier GF. Nee. So. Gut, zugeordnete Leitstelle ist dann das. Nennen wir jetzt einfach mal so. Ist ja fiktiv. Sprechwunsch. So, und bauen. Sehr schön. Sprechwunsch. So, dann bist du Pirol. Was machen wir? Eins? Ja, ich glaube, da können wir für normale Streifenwagen. Wobei, nee, warte mal, da machen wir. Gehen wir.
auf den 60er-Bereich. Sprechwunsch. Das ist dann... Okay. Müssen wir jetzt definitiv nochmal nachgucken, was dann die Bundespolizei hat. Gut, speichern. Dann hier in einer Ausrückeordnung arbeiten und das wäre Sprechwunsch. B-Pol. B-Pol. Gut, hier schön. B-Pol. So. Sehr schön. Und dann suchen wir uns noch die entsprechende Grafik raus. Und zwar finden wir die dann. Finden wir die denn? Sprechwunsch. Finden wir hier. Nee. Sprechwunsch. Finden wir hier nicht. Finden wir hier. So, jetzt ist die Frage, welchen nehmen wir denn? Nehmen wir den? Sprechwunsch. Theoretisch können wir auch den nehmen, ne? Komm, nehmen wir den. Ich weiß nämlich nicht, ob wir den schon mal genommen haben, ansonsten haben wir ihn jetzt. So, Sprechwunsch. Gut, so. Dann gehen wir jetzt hier nämlich nochmal kurz rein. Gebäude. Schmeißen wir hier Personal an, weil hier werden Sprechwunsch. Wir brauchen. Und los. Dann suchen wir uns hier schnell noch die Grafik fürs Gebäude und dann sind wir hier nämlich fertig. B. Bam, 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 bam. So, hier kommen wir auf jeden Fall schon mal der Sache näher. Ah, das ist es noch nicht. So, B-Pool da. Ich suche den normalen Bundespolizeistern. Hier haben wir Sprechwunsch. Einen. So, schnapp. So. Gut, das läuft. Gut, was ich euch auch noch zeigen möchte ist, ja, der super Puma. Ne, hier stellen wir natürlich die Großen hin. Das ist natürlich klar. Ja, Personal ist Montag. Montag kann ich Personal verschieben. Dann können wir hier entsprechend Attacke geben, den Hubschrauber auf Einsatzbereich. Sprechwunsch. Stellen. Und dann sind wir hier unten im Bereich Hannover, in dem Einsatzbereich auch mit dem Polizeihubschrauber schon mal vertreten. Ja. Und da wir jetzt auch schon damit angefangen haben, würde ich vorschlagen, wir machen das so. Die nächste Bundespolizei. Die schmeißen wir an, wenn der hier fertig ist. Wasserwerfer werden wir hier nicht. Ja, werden wir hier schon machen, aber jo, die werden ja hier irgendwie nicht wirklich gebraucht. Also, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. So, Kontostand, 10.000 schon wieder. Sehr schön. Gut, alles weitere sehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Also, bis dann. Tschüss.